In den frühen 50er Jahren begann bei Alfa Romeo die Planung eines Cabriolets, das hauptsächlich für den amerikanischen Markt bestimmt sein sollte. Die beiden Karossiers Bertone und Pininfarina erhielten den Auftrag, einen Prototypen für dieses neue Serienmodell Giulietta Spider zu entwerfen. 1955 entstanden so vier verschiedene Prototypen für die Spider-Variante, unter anderem das hier gezeigte Modell mit der Seriennummer 4 von Bertone. Bertone hatte zwei Prototypen entworfen. Für das Design im Hause Bertone zeichnete sich Franco Scaglione verantwortlich. Aufgebaut ist dieser Spider auf einem verkürzten Chassis der Giulietta, die von 1954 bis 1960 in den verschiedensten Karosserievarianten hergestellt wurde. Der Radstand beträgt gerade einmal 2196 mm. Wies das erste Prototypenmodell von Scaglione noch deutliche Heckflossen auf, wurden bei dem hier gezeigten Modell am Heck die Rückleuchten in die Heckfinnen integriert. Der Giulietta Spider Prototyp wirkt sehr kompakt und wenig geräumig. Doch für zwei Personen ist genug Platz, wozu auch die Lenkradschaltung beiträgt. Das Herz dieses Prototypen entspricht dem 1954 mit dem Giulietta vorgestellten Alfa Romeo Vierzylinder Reihenmotor mit 1290 Kubik und hat eine Leistung von 65 PS bei 4500 Umdrehungen in der Minute. Damit ist der kleine Alfa Romeo äußerst spritzig und kraftbetont. Bertone erhielt weder mit diesem Prototypen noch mit seinem zweiten Entwurf den Zuschlag von Alfa Romeo für das Design der neuen Serienmodelle Giulietta Spider. Pininfarina machte das Rennen und die 1955 auf den Markt gebrachten Giuliettas stammten aus seiner Feder. Das hier gezeigte Modell zählt zu den Raritäten der Automobilgeschichte und galt sehr lange als verschollen. Mittlerweile ist es in der Hand eines italienischen Sammlers, wurde in den Originalzustand zurückverwandelt und komplett restauriert.